Meine Damen und Herren, kurz zur Situation. Alle unsere angeblichen Hoffnungsträger wie Joachim Gauck, Rainer Brüderle, Hans-Jochen Vogel sind in einem Alter, bei dem sie sich beim sonntäglichen Spaziergang über den Friedhof schon die Frage stellen müssen, ob sich der Heimweg für sie überhaupt noch lohnt. Machen wir uns nichts vor, wie lange werden wir Helmut Schmidt noch um seine Meinung fragen können? Ne? Und das sollten wir, denn Helmut Schmidt weiß alles. Bei Gott, Helmut Schmidt weiß alles. Nachweislich der einzige Mensch, bei dem sich das Navi entschuldigt. Und als ob der Abschied dieser Generation unsere Zukunftsaussichten nicht schon ausreichend verdunkeln würde, müssen wir auch noch Abschied nehmen von einem ganzen Geschlecht. Denn der Mann stirbt aus. Natürlich nicht der Dinkelkuchenbackende, seine Tochter mit einem Hello Kitty Pflaster tröstende, Pfirsichpeeling benutzende Vollkontaktphilanthrop, der seiner Frau beim veganen Kochen die Sojasahne schaumig schlägt. Nein, der echte Mann, richtige Kerle, die noch mit XY-Beinen durch die Wildnis stapfen, die niemals einen Baumarkt besuchen würden, weil sich echte Kerle ihre Werkzeuge eben selber schnitzen. Männer, für die der Tag noch mit einer Schusswunde begann, und sei es, weil sie noch zu betrunken waren, um ihr Gewehr zu reinigen. Die niemals Frauen hinterher gefragt haben, wie sie waren, weil es sie nicht interessiert hat. Männer, die den Gipfel des Mount Everest bezwungen haben mit nichts außer einem Sherpa, einer Flasche Gin und zwei Paar langer Unterhosen. Echte Vorbilder. Und deswegen tummelten sich im letzten Monat an einem Wochenende auch 300 Männer auf dem Gipfel des Mount Everest. Die einzige Möglichkeit, da noch zu Tode zu kommen, ist, von aufgebrachten Sherpas gelüncht zu werden. Selbst gefährliche Stellen sind mit Steigeisen übersät. Stellen, die früher gefährliche Fallen waren. An denen stehen heute mehr Leitern als in der Gartenabteilung bei Obi. Und weil in den höchsten Regionen unserer Erde nichts mehr verwittert, eben auch keine Exkremente oder Gliedmaßen, wird der Gipfel des Mount Everest bald als Sinnbild männlicher Evolution bedeckt sein von Scheiße und Leichenteilen. Großartig! Was haben wir Männer nicht alles zu verdanken? Angriffskriege, Chemiewaffen, Hanuta im Outdoor-Pack. Es gibt eigentlich nichts, für das ein Mann nicht eine Lösung finden würde, die ein Maximum an Umweltzerstörung und menschlichem Leid produziert. Und wo sind sie, echte Kerle? Jetzt ist sogar noch der Ahmadinejad weg, dieser Tourette-Gartenzwerg aus dem Iran. Ja, soll denn... Ja, soll denn der Putin alles alleine machen? Und wie gehen wir mit diesem Kerl um, wenn er mal zu Besuch kommt? Statt ihm seine wassermelonengroßen Eier golden anzumalen. Lassen wir es zu, dass protestierende Frauen barbusig auf ihn zuspringen und ihn erschrecken. Ich hatte solches Mitleid in diesem Moment mit ihm. Denn für einen echten Mann ist die Vorstellung, dass nackte Frauen auf ihn zuspringen und auf die Brust geschrieben haben, hau ab, eine solch widersprüchliche Aufforderung, dass er sie nicht auflösen kann. Das ist ein bisschen wie bei uns im Bayerischen, da sagt man gerne mal, komm, geh weiter. Man hat Putin hinterher gefragt, was er von der Schrift gehalten hat, und er hat natürlich gesagt, Schrift, welche Schrift? Und wo sind die... Und wo sind die echten Männer bei uns in der Politik? Na gut, es gibt Thomas de Maizière. Ein Mann mit wundervollem Befehlsgehorsam. Der Mann hört auf niemand, außer auf Angela Merkel. Ich wünsche mir, dass er bald mal ein T-Shirt trägt mit der Aufschrift Alles Schlampen außer Mutti. Und es gibt Hans-Peter Friedrich. Einen Mann wie geschaffen für die Sicherheit unseres Landes. Wie ein kurzer Blick auf seinen Lebenslauf zeigt, der kleine Hans-Peter erblickte am 10. März 1957 unter dem Sternzeichen Abus das Licht der Welt. Er wäre schon einen Tag früher dran gewesen, aber als er den Kopf nach draußen steckte, stellte er fest, dass sein Vater die Kamera vergessen hatte und zog sich empört in den Schoß der Mutter zurück. Schon in der Grundschule beobachtete Hans-Peter seine Mitschüler gerne durch die zwei Löcher, die er in eine Tageszeitung gebohrt hatte.
Unvergessen bleibt der Streich des kleinen Lausbuben in der 5. Klasse, als er einem rumänischen Mitschüler heimlich elektronische Fußfesseln anlegte, um den Sozialschmarotzer besser überwachen zu können. Als junger Mann schaffte sich Hans-Peter Friedrich eine Brille an, nur um seine Mitmenschen noch genauer beobachten zu können. Der größte Erfolg seines Studiums, das war die Denunziation eines langhaarigen Soziologiestudenten, bei dem dann doch recht überraschend die GSG 9 vor der Tür stand. Auch heute noch ist die Überwachung seiner Mitmenschen das größte Hobby von Hans-Peter Friedrich. Um dieses Hobby auch in der freien Natur ausleben zu können, hat er sich eine Frisur zugelegt, die aussieht wie ein von einer Bachstelze verlassenes Nest, mit der er problemlos mit der angrenzenden Fauna verschmelzen kann. Empört hat der oberfränkische Hetzer vor kurzem festgestellt, dass der amerikanische Geheimdienst so ziemlich alles überwacht hat, außer den BND, weil er sich da einfach keine verwertbaren Informationen erhofft hat. Und nun will Friedrich noch mehr für die innere Sicherheit dieses Landes tun und Kameras an allen kriminellen Hotspots des Landes aufstellen, ob die Deutsche Bank das allerdings für eine so gute Idee hält. Ein Hoch auf Friedrich und de Maizière, das Dumm-Dumm-Geschoss für unsere Sicherheit. Dankeschön.